Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier von der Hofneumann. Wieder mit dem Toledo, dem Micha und dem Lars. Hi. Hallo. Hallo. Muss man die Strompellets hier verkaufen oder da drüben? Bin mir nicht sicher. Modulär. Ja, ich sag auch hier. Modulenni fragen Notfall. Ja, der ist heute leider nicht dabei. So. Aber guck mal, hat sich doch fast. Der Hänger war, glaube ich, noch. Hat sich doch fast gelohnt, mit der Primus einmal hierher zu kommen. Für 4.400 Euro. Wenn das eh hier hin musste. Ist doch schön. Voilà. Micha, ich komme jetzt zu dir, dann kannst du weitermachen. Wenn ich das fertig habe, muss ich mal gucken, dass wir dann Feld 8 ansehen. Und Feld 7 müsste das jetzt sein, auf dem du bist. Aber Feld 8 muss doch bestimmt gepflügt werden, oder? Ich glaube, Feld 8 musste auf jeden Fall gekalkt werden. Es muss gekalkt werden. Da ist Kalk drauf. Da ist Kalk drauf? Nein, da muss Kalk drauf. Ach, da muss Kalk drauf. Entschuldigung. Genau. Nee, das war mir nämlich so, weil Powder letztes Mal versucht hat, den Kalk drauf zu bringen, genau. Ja, aber dafür musst du erst grubbern, dann kannst du Kalk draufbringen. Das ist ja kein Problem. Micha, kannst du aussteigen, Frage, ich stelle mich hin. Ob wir das dann direkt mit dem Güllegrubber machen? Ja. Dann haben wir auch die erste Düngestufe direkt. Ja, können wir sehr gerne tun. Ach, der Motor war noch an und ich habe ihn gerade mal kurz deaktiviert. Da müsste nur einer die Zuckerrüben übernehmen. Nee, der war nicht. Der Mähdrescher war aus. Hatte ich ausgemacht, Spritsparen, weißt du? Ja, ich habe ihn dann gerade angemacht und dann wieder ausgemacht, weil ich dachte, er war noch an. Alles gut. Jetzt mal die mobile Ballenpresse holen. Wohin kommen denn die Zuckerrüben? Wohin kommen denn die Zuckerrüben? Zum Rübenschnitzel machen. Genau. Wir machen aus hier, einer Zuckerrübe bin. Vier und verdienen damit das vierfache Geld. Wir sind so clever. Wie ist das? Ja. Nee, weil Gülle kann ja nur noch ich mit dem Saddle-Track machen. Ja, merkst du selber, ne? War eine Kackidee. Ne, ist ja kein Ding, nur da muss halt einer hier mit den Zuckerrüben und den Rübenschnitzeln übernehmen. Ich mach jetzt TMR, Mischrationsballen. Ja, ab und an abfahren ist bestimmt irgendwie möglich. Das können wir ja relativ schon. Achso, das muss auch noch reingekippt werden, ne? Ja, da habe ich ja die Förderbandkonstruktion gemacht. Ja, ja. Ja, das kriegen wir irgendwie hin, alles wird gut. Dann schnapp ich mir jetzt das Güllefass mit dem Güllegrubber und dann fahre ich runter und mach schon mal die erste Schicht auf die 8. Und dann können wir danach kalken. Yes, baby. So, Bin schon mal gespannt, wie das Ding funktioniert. Kann einer von euch ganz kurz bei der 1 gucken, ob wir da noch die Chance haben, das Unkraut runterzubekommen? Ah, kann ich auch gleich selber. Warte, ich gucke anhand der Wachstumsstufe mal ganz kurz. Ist reif. Haben wir auch vergeigt. Okay. Ja. Gut. Ist okay. Hatten wir nicht irgendwo einen Gülle-Kaufpunkt? Ja. Da bei der Gülle-Grube ist da Gülle-Import. Das ist nur so so ein ganz kleiner rausguckender Betonblock. So. Ja, ich kenne den. Ah, da ist er. Relativ einfach positioniert, sage ich jetzt mal vorsichtig. Kaufe ich Gülle. Sehr gut. Au. Also Micha, irgendwie kannst du oben die Klappe aufmachen, genau. Und dann von oben halt reinladen. Ich hab die vor Ewigkeit mal benutzt, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, ob die gut war oder nicht. Ist an. Ja. Die läuft schon. Optimal. Und jetzt fallen da so hier und da mal Ballen raus, oder wie? Werden hinten rausgepresst quasi. Und dann ist das normale Ballenpresse. Muss genau. Das nur der Träger fahren, da kann ich hinten rausrollen. Da kann ich der Kühe füttern. Hallo? Genau. Die
festwickelt und alles wie... Oh, war ich gerade abgelenkt. Wie eine normale Ballenpresse, hat halt nur kein Pickup vorne, sondern oben eine Klappe, über die du einfüllst. Ah. Genau. So, da fährt Mr. Gülle, habe ich gesehen. Sie. Perfekt. Sie fliegen. Sie schmeißen. Will jemand nochmal Abfahrer für mich machen? Ja, jetzt sofort. Einmal abladen können die vielleicht noch, aber dann ist Joskin ziemlich voll, schätze ich mal. Machen wir denn mit dem Maisstroh, was hier drauf liegt? Der weg. Kann man verkaufen, gibt Geld. Was bringt denn das Maisstroh an Geld? Oder habe ich das damals nur zu in die Biogasanlage immer gekloppt? Irgendwo habe ich das immer reingekloppt. Wie viel hast du drin, Lars? Warte. Also nee, ich brauche jetzt noch nicht. Also wenn ich wieder hochfahre, kannst du mich nochmal abfahren. Wie viel hast denn du noch Platz, theoretisch? Oh, ich 32 gehen hier rein. Ich habe 24. Okay, dann kannst du auch einmal dann machen. Ja, dann können wir doch, wenn ich hochfahre, dann einmal abtanken. Weil ich habe jetzt nämlich gerade 45. Ja. Und dann kannst du losziehen. Warte, oh, passt gerade so, wa? Ja, gerade so, ja. Nicht viel Spielraum. Nee, schon gemerkt. Sag mal so. Ja, also das Maisstroh mache ich weg, weil verkaufen kannst du es nicht. Du kannst, glaube ich, in die BGH schmeißen. Ja, braucht kein Mensch. Bist du leer? Ich bin leer, ja. Also immer nullmäßig. Ja. Danke. Bitte. So. Toledo, hilf mir jetzt mal bitte ganz kurz auf die Sprünge. Kann ich da einfach rückwärts ranfahren, das ausladen und ich muss nichts mehr machen? Oder wie läuft? Ja, du musst zwischendrin in den Can-Agro einsteigen und da die Befüllung starten, dass du das aus dem Rübenschnetzelding rausholst. Aber die Zuckerrüben selbst, die kippst du einfach nur vor das schwarze Förderband und dann läuft das. Ja. Und weit genug, weil er hat einen weiten Aufnahmeträger, ne? Damit er nicht... Richtig, nicht, dass er das Förderband anhebt, weil dann kriegst du Probleme. Ja. Auch mal Lugi. Mach mal. Ich bin da ein bisschen vorsichtig, muss ich ja gestehen, ne? Ich glaube, hier ist okay. Muss ich den Kollegen jetzt anmachen? Ja, steigst du mal in den Can-Agro ein? Ja, warte. Und dann einfach hier Befüllung starten. Befüllung. Also R oder was das ist. Läuft. Jetzt kann ich wieder aussteigen, oder? Ja, voilà. Kannst du rein theoretisch wieder aussteigen und wenn dann der Rübenhäcksler einmal leer ist. Mach da wieder voll und dann kannst du wieder drücken. Genau. Okay. Oh Mann, ich habe nicht dran gedacht, dass ich, wenn ich hier aussteige mit Tempomat, dass er weiterfährt. Wo steckt er jetzt? Nee, er war zum Glück direkt zwischen 19 und 21 an der Laterne gehangen. Nur hat halt dann irgendwann die Spur verloren und hat dann so schön so ein schräges Ding einmal ins Feld reingejodelt. Also wird's eigentlich ein Profi. Ja, genau. Ah,
Ah, kannst ja gleich herfahren. Das ist ja toll, Mensch, Uwe. Kannst du da stehen lassen? Danke. Hätte ich. Oh. Ja, hab ich gerade gesehen. Was ist los? Was hast du angestellt? Nö, alles super, alles toll. Vielleicht ist auch mein Drescher weitergefahren. Wo steht er jetzt? Sagen wir einfach, Feld 17 habe ich überquert. Sehr schön. Eigentlich, ich auf der also ich habe die Schafweide hier oben geküsst. Eigentlich habe ich die Laterne gefunden. Ich dachte eigentlich, ich hätte schnell einen Helfer eingestellt, damit er kurz das Feld weitermacht, wenn ich ehrlich bin. Aber vielleicht habe ich mir das auch nur eingebildet, H gedrückt zu haben und habe G gedrückt. A, G, das liegt so dicht beieinander. Ich sag's dir. Ja, ich glaube, das habe ich. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Egal. Shit happens. War ja Gott sei Dank nichts Schlimmer passiert. Aber es fällt es hier auch schnell runter. Also, das ist auch ganz, ganz gut. So, dann müssen wir die 1 noch runterholen. Ich überlege aber gerade, ob ich dann erst hier ansehen soll, auf den Flächen, damit dann das Unkraut wächst, wir es hoffentlich striegeln können, nachdem die 1 abgedroschen ist. Sagt ihr macht den durchaus Sinn. Plan? Ja, irgendwie schon, ne? Die Felder sind also alle so teuer hier. Ja, bitte. Mit dem Settle Track ist das fast schon echt wendig. Ja, super. So, jetzt gehe ich mal eine Gabel suchen. Ich habe gehört, wir könnten auch ein bisschen Holz machen. Holz gibt gutes Geld, habe ich festgestellt. Aber hat keiner von uns Bock drauf, ne? Richtig. Ich gerade mal Marc, ob er mal als Gastauftritt macht. Macht er bestimmt. Er bringt auch sein eigenes Fahrzeug mit. Ja, der bringt den Ponse bringt auch mit. Ja, warte. Ich texte ihn mal bei WhatsApp an. Fragen wir mal. Hier, der Beat-Hacker. Hallo, da muss mal Mr. Beat-Hacker. Yes. Moment. Helfer drin? Helfer einstellen. Ich hab's schon gemacht, dass du los bist. Ah. Ich kann keinen Helfer einstellen. Du eventuell gar kein Farm-Manager? Eventuell bin ich's nicht. Ich weiß nicht, du warst eigentlich schon auf dem Spielstand, aber. Ah, jetzt bin ich's. Achso, ja, hast mich gemacht, okay. Nee, hab ich nicht. Du bist als Admin eingeloggt. Ja, irgendjemand hat mich in dem Moment, wo ich als Admin eingeloggt habe, als Farmmanager gemacht. Ja, der Admin macht dich als Farmmanager, Schatz. Gut, wieder was gelernt, danke. Als Admin wird man automatisch Farmmanager. Ja, du kannst dir den aber auch wieder wegnehmen. Also, kannst zwar als Admin dann noch eingeloggt sein, kannst dir den Farmmanager aber wieder wegnehmen. Ja, ja. 800 für neues Fahrzeug, hallo? Wir haben gar keinen Investmentplan geschrieben. Wer hat gekauft? Nee, die Stadt wüsste nicht. Ich vermute mal der Micha, aber ich weiß nicht, ob er sich eine Schaufel gekauft hat. Oder ein Gewicht. Ganz von beiden. Er hat sich einen Ballenheber gekauft, damit er die Ballen rüberkriegt. Ah. Er hat keine Gabel und nichts. Jetzt habe ich eine Glasballen-Dinge für die Silageballen zu fahren. Der Rübenanhänger-Ding ist voll. Da ja, da steht ja noch ein zweiter. Wie ein zweiter? Ja. Der ist auch voll, ne? Der ist auch voll. Beide wegbringen, verkaufen. Ja, okay. Ich hab keinen Schlepp. Reifeisen, shit, gut. Kann ich gleich tun. Ja,
haben wir denn noch ein Feld, wo Gülle drauf muss? Oder ist ja, das erstmal das Einzige? Grundsätzlich die 7 auch. Aber da brauche ich es ja nicht mit dem Grubber machen, oder haben wir keine Direktsaatmaschine? Nee, unsere Direktsaat ist leider defekt. Uwe, ich habe hier noch einen 400er Arian gefunden. Ich fahre mal schnell das Zeug weg. Alter, das schaffst du niemals mit einem 400er. Ich komme mit meinem an. Okay. Aber du kannst die gerne zusammenkoppeln, wenn du willst. Okay. Ich brauche noch eine Sekunde, bis ich da bin. Nein, warum wird Helfer die auch durch ein Objekt blockiert? Ist das meiner oder ist das deiner, Lars? Weiß es nicht. Nee, ist es deiner, weil... Ich bin I. Meiner ist nicht mehr da. Ja, ich bin I. Helfer. Was ist denn mit dir? Motor einschalten, helfen, was... Oder? Rudi, was ist los? Ui, was geht? Helfen, was ist falsch mit dir? Ah, ich würde sagen, während Lars hier noch ein bisschen mit dem Helfer spielt, liebe Leute, machen wir mal das Ende hier. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Das ist schon peinlich, ne? Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Und wenn ihr mögt, gibt es morgen eine weitere Folge. Macht's gut, bis dahin, ciao, ciao. Tschüss.